Ja, es ist ein Riesenthema. Zunächst erst einmal im ländlichen Raum. Also was wir jetzt gerade in diesem Jahr erleben, dass die nassen Flächen, der hohe Niederschlag, die Frage von Entwässerungssystemen, aber auch die Frage, welche Flächen werden wir bei welchen Wetterprognosen noch überhaupt wie bewirtschaften können. Anstieg des Meeresspiegels, Deichbau, Umbau der Wälder für Extremtemperaturen, das sind alles seit langem laufenden Projekte. Dafür werden Gelder bereitgestellt. Es gibt Strategien und für die Städte ist es auch ein Thema. Ja, es gibt die verschiedensten Aspekte. Wenn ich jetzt noch kurz im ländlichen Raum bleibe, also nicht im urbanen Raum, die Deicherhöhung selbst ist eine Anpassung an den Klimawandel. Eine Frage, ob Drainagen im ländlichen Raum, weil landwirtschaftlichen Flächen noch gelegt werden können oder ob es so stark regnen wird, dass diese Flächen nicht mehr als Ackerland bestellbar sind, ist eine Anpassung an den Klimawandel. Wir versuchen, die Fichtenwälder, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen angelegt wurden, zu Laubbaum- oder Mischbaumbeständen umzubauen, um die Resistenz gegen Schädlinge größer zu machen. Es kommen neue Arten nach Schleswig-Holstein, die müssen, so nennt man das, gemanagt werden. Man will die eigentlich nicht hier haben. Und in den Städten oder in den Kommunen ist die Frage der Kanalisation vielleicht die Hauptfrage. Bei den hohen Niederschlagsmengen, die wir haben, nehmen die Abwassersysteme, die wir haben, häufig das Wasser nicht auf und dann saufen die Städte ab. Also wenn wir jetzt das Abwassersystem neu planen, wie groß müssen wir das eigentlich machen? Man kann sich nicht auf den Staat verlassen, denn wenn wir ehrlich sind, ist der Klimawandel so eine gigantische Herausforderung, dass es fahrlässig wäre, nur zu sagen, das wird schon ein Ministerium dafür regeln, dass alles so bleibt, wie es ist. Ein Beispiel ist vielleicht eine Unfallschadensversicherung oder nicht ein Unfall, sondern eine Elementarschadensversicherung. Also Häuser, die an Niederungen stehen, müssten privat größer abgesichert werden, weil man eben nicht ausschließen kann, dass Überflutungen kommen. Und diese Elementarschadenskampagne, die haben wir jetzt vor kurzem zusammen mit ausgewählten Versicherern losgetreten. Das ist genau das, was gefragt wurde. Eine private Vorsorge, weil Extremsituationen eintreffen können. Und es wird immer mehr eine Logik geben, dass die Politik nur noch hilft, wenn man sich privat vorversichert hat. Na, erst einmal ist das langfristigste Ziel, den Klimawandel beherrschbar zu halten. Da wird es jetzt konkret. Wenn wir mit 2 Grad rechnen, wissen wir, wie hoch wir die Deiche bauen müssen. Und das sind ja trotzdem viele Millionen Euro, die da verbuttelt werden. Ungefähr 70 Millionen pro Jahr in Schleswig-Holstein für etwa 3, 4, 5 Kilometer Deichbau. Das muss man sich mal klar machen, was das kostet. Wenn wir die 2-Grad-Marke reißen, werden wir global, aber auch hier Auswirkungen haben, die wir nicht mehr prognostizieren können. Und dann gibt es keine Planbarkeit. Im Moment halten sich alle an das 2-Grad-Ziel, denn es gibt ja politische Beschlüsse, die Energiewende fortzusetzen und den Kohleausstieg einzuleiten und so weiter, wenn sie auch nicht umgesetzt werden. Aber die Planungsgrundlage ist das 2-Grad-Ziel und auf der Basis werden dann Kanalisationen berechnet, Flächen extensiviert, Rückhaltebecken für Flüsse neu gebaut, Bauverbote erlassen, dass man nicht in die Niederungen mehr reinbauen kann. Das ist alles jetzt schon passiert, aber eben in der Annahme, es gibt ein planbares Szenario. Ja, gut. Einige sagen, Menschen lernen immer nur in Katastrophen. Also man muss einmal auf die Herdplatte fassen, um zu wissen, dass rot heißt heiß. Das ist aber eine zynische Haltung für einen Politiker und deswegen hoffe ich, dass wir auch lernen von den Katastrophen, die an anderen Orten der Welt passieren. Vielleicht gelingt es auch über Aufklärung, über nüchterne Berichterstattung, die Menschen sowohl für den Klimaschutz wie für die Anpassungsstrategien einzunehmen. Eine Katastrophe erleben wir gerade, auch wenn es jetzt nicht Tote gibt, aber die Situation in der Landwirtschaft, der Ackerbau in Schleswig-Holstein ist nicht mehr beherrschbar. Die Felder sind so nass und das liegt eben am Wetter. Und die nächste Frage ist, wenn wir die Gülle nicht mehr loswerden, wie viele Tiere wollen wir eigentlich noch halten? Oder wenn wir die nicht mehr bestellen können, die Flächen, die brach liegen, liegen vielleicht zu viele Flächen brach. Und da haben wir jetzt eine heiße Herdplatte.